Ich teste heute die zwei schönsten Zugstrecken der Welt und vergleiche dabei einen 5-Sterne-Luxuszug mit einem 1-Sterne-Dschungelabenteuer. Von den majestätischen Schweizer Alpen im Glacier-Express bis zur atemberaubenden Route zwischen Kandy und Ella in Sri Lanka. Beide Zugfahrten sollen unglaubliche Landschaften und Ausblicke bieten, stehen aber abseits davon im kompletten Kontrast zueinander. In diesem ultimativen Duell der Züge schaue ich hinter die Kulissen und vergleiche einen 70 Cent mit einem 700-Euro-Zugticket. Starten wir mit dem Glacier-Express in der Schweiz. Hi. Hi. Wir haben auch eine Reservierung. Ja, ich hab schon gesehen. Dann bist du doch Fabian. Genau, richtig. Das ist Elke. Sie wird sich heute die komplette Zugfahrt um mich kümmern. Denn neben der zweiten und der ersten Klasse bietet der Glacier-Express seit 2019 auch die von uns gebuchte Excellence-Class an. Diese Klasse setzt neue Maßstäbe in Sachen Luxus auf Schienen mit garantierter Fensterplatzreservierung, einem exklusiven Barwagen und ein 6-Gänge-Menü. Und das ist unser Sitz, wo wir die nächsten 8 Stunden verweilen dürfen und diesen Zug in vollen Zügen genießen dürfen. Später schauen wir uns auch noch die erste und zweite Klasse an, denn mit diesen riesigen Panoramafenstern bietet in diesem Zug jeder Waggon eine unvergleichliche Aussicht. Wir müssen ein bisschen leiser sein, weil hier natürlich ganz viele andere Gäste sind, die hier ein sehr großes Geld für bezahlt haben, um hier nach Zermatt zu fahren, in diesem wunderschönen Zug. Mein Ticket in Sri Lanka dagegen hat gerade mal ca. 70 Cent gekostet. Zieh mal hier vorne die Geschwanzkasse von innen an. Hier in der dritten Klasse hat man freie Sitzplatzwahl. Wirklich gemütlich sind die harten Ledersitze allerdings nicht, wenn man hier drin überhaupt einen freien Sitzplatz findet. Denn je nach Tageszeit kann es hier drin richtig voll werden. Aber das macht uns gar nichts, denn später werde ich euch zeigen, dass die besten Plätze sowieso nicht direkt im Waggon sind. Das sieht auch ehrlicherweise sehr risky aus. Die Züge und die Strecke haben ihre Wurzeln tief in der kolonialen Vergangenheit des Landes. Erbaut im 19. Jahrhundert von den Briten, diente diese Eisenbahnlinie ursprünglich dem Transport von Tee und Kaffee. Heute bietet die 139 Kilometer lange Strecke Reisenden die Möglichkeit, die atemberaubende Vielfalt der sri lankischen Landschaft zu durchqueren. Der Glacier-Express hingegen war von Anfang an schon als Attraktion gedacht. Was ich gerade schon von außen gesehen habe, was ich echt crazy finde, ist, jeder Platz hat hier ein iPad, das man sich eigentlich mit rausnehmen könnte, wahrscheinlich. Das ist hier gar nicht gesichert. Wie in der Business Class und der First Class im Flieger kann man hier auch die Sitze verstellen. Langsamster Schnellzug deswegen, weil der Glacier-Express auf einer Strecke von 291 Kilometern nicht nur auf bis zu 2033 Metern hochfährt, sondern auf seinem Weg auch noch 91 Tunnel durchquert und über 291 Brücken muss. Theoretisch könnte der Zug sehr viel schneller fahren, praktisch muss er aber an vielen Stellen abbremsen und langsam fahren, um die Sicherheit zu gewährleisten. Zwischendurch wird die Strecke sogar so steil, dass der Steuerwagen auf eine sogenannte Zahnradbahn umgebaut werden muss. Insgesamt ca. 8 Stunden Fahrzeit gibt uns genug Möglichkeiten, diese unglaublichen Panoramen zu genießen. Der Zug ist gestartet. Das ist alles hier mega leise, mega ruhig. Richtig angenehm, wie als würde man über die Schienen schweben. Dave hat das Ganze schon mal gemacht, er hat das aber im Sommer gemacht. Wir können das jetzt hier mal im Winter machen und vergleichen dabei noch den Zug, den ich damals ins Gleiter gefahren bin, wo das hier auf jeden Fall schon mal deutlich lauter war. Dass es hier drin so laut ist, liegt hauptsächlich an den immer offen stehenden Zugtüren. Ja, ihr habt richtig gehört, in Deutschland undenkbar. Hier ist es das Normalste der Welt und ein absolutes Highlight für jeden Touristen. Wie cool, bitte. Später gibt es natürlich auch noch was Leckeres zu essen. Ich werde das hier testen. Tim wird das in der ersten Klasse testen. Und natürlich eine große Auswahl an Tee, Kaffee. Die komplette Verpflegung ist hier schon im Ticketpreis enthalten. Außerdem wird das Essen im Glacier-Express, anders als im Flugzeug, nicht einfach nur aufgewärmt. Stattdessen schauen wir später die Küche auf Restaurant-Level direkt hier an Bord an, die alle Gerichte frisch zubereitet und mit ausgewählten Weinen der Region serviert. Wow. Also das gab es in Sri Lanka schon mal nicht. Da gab es vielleicht irgendwelche Pepsi-Colas oder so, die man hätte kaufen können, das Plastikflaschen. Und hier kann ich ein bisschen was über den Rhein lernen. Also während man hier durchfährt, bekommt man dann hier ein bisschen was dazu erzählt. Man lernt ein bisschen was, wo man überhaupt hier durchfährt. Auf der anderen Seite der Welt gibt es das komplette Kontrastprogramm. Infotainment sucht man hier vergeblich. Stattdessen erlebt man die Natur hier hautnah und adrenalingeladen. Allerdings sollte man beim Hinauslehnen vorsichtig sein, denn vor allem Äste und Schilder können hier schnell gefährlich werden. In Sri Lanka konnte man sich heraushängen, ne? Da gab es ja quasi keine Türen. Hier kann man aber Folgendes machen. Hier kommen wir gerade an einem Bahnhof und da kommt schon ein Zug entgegen. Ich komm mal wieder rein. Das ist die erste Klasse, Leute. Oh, sieht auch schön aus, oder? Das ist jetzt hier die zweite Klasse, Leute. Die zweite Klasse sieht ja auch mega schön aus. Wer ein bisschen weniger Geld ausgeben, dass man trotzdem halt diese Experience hier haben möchte, kann ja doch echt für deutlich günstiger das alles hier gesehen erleben. Alter, Leute, das ist doch mal geil. Jetzt haben wir die mega besondere Gelegenheit, mal vorne zum Lokführer zu schauen. Nee, wir fassen nichts an. Premiere, ich hab's auch noch nie gemacht. Also hier sitzt der Lokführer
wenn er diesen Zug, diesen Glacier-Express hier fährt, ein bisschen noch wie damals, oder? Also ich habe mir das ein bisschen moderner schon vorgestellt. Sieht ne? sehr alt aus. Alles. Krass. Alter, das ist wirklich hier absoluter Kindheitstraum, mal so zu sitzen wie ein Lokführer. Vielen Dank an Glacier-Express, dass wir uns das hier alles anschauen können. Abonniert gerne den Kanal und like das Video, wenn ihr es jetzt schon gut findet. Aber es wartet noch viel, viel mehr auf uns. Vielen Dank. Danke. Jetzt bekommt man noch ein warmes Tuch. Aber das ist wie so First Class oder Business Class fliegen im Flieger. Hat man das jetzt im Zug? Und das Schöne, man hat einfach eine wunderschöne Landschaft. Mit so einem Service lässt sich das auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr genießen, ehrlich gesagt, wie in Sri Lanka. Wobei in Sri Lanka die Umgebung auch unfassbar schön war. Von dieser Zugfahrt, dass es die schönste Zugfahrt Europas ist. Und das Gleiche sagt man über die Zugfahrt in Sri Lanka, die einer der schönsten oder die schönste Zugfahrt in Asien ist. Gleich wartet ein Highlight auf uns und lustigerweise ein ähnliches Highlight wie in Sri Lanka, denn wir werden hier über so eine Brücke fahren. Genauso eine ähnliche Brücke gab es auch in Sri Lanka. Dort heißt sie Nine Arch Bridge. Sie ist ca. 30 Meter hoch und auf die Kolonialzeit zurückzuführen. Ich bin mal gespannt, wie es hier sein wird. Das Schweizer Gegenstück nennt sich Landwasserviadukt und ist mit 65 Metern mehr als doppelt so hoch. Alter, das sah so nice aus. Das sah richtig, richtig schön aus. Es ist halt komplett anders. Ich kann es fast gar nicht so richtig vergleichen. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr schöner findet. Oh ja, ja, perfekt. Danke. Unser erster Gang ist angerichtet. Es gibt Nüsse, es gibt hier ein Tartar und hier noch was anderes. Ich würde mir aber ehrlich gesagt gerne vorher die Hände waschen. Wollen wir dafür einmal kurz vorher die Toilette auschecken, wie die hier aussieht. Befindet sich hinter dieser Holztür. Auf jeden Fall schon mal schöner, wie in Sri Lanka da sah die Toilette gar nicht gut aus. Da konntest du quasi auf den Boden schauen. Das so wie so ein Klumpsklo auf die Schienen gemacht. Ja. Wow. Ey, richtig groß. Cremes, Tücher. Keine Ahnung, was das alles ist, aber... Pfefferminz. Pfefferminz. Alter. Das sind sogar Handtücher, richtige Handtücher abgelegt. Viel, viel hochwertiger als jede Flugzeugtoilette in der Business Class, die ich bisher gesehen habe. Boah, es kommt so richtig schön warm raus. Ach, schau mal hier. Es ist wie ein fahrendes Kino. So, weißt du, man hat hier Essen bekommen, ich wollte gerade anfangen zu probieren. Auf einmal ist hier links eine Brücke, wir stehen auf, schauen uns das Ganze an. Also, es ist wirklich ein cooleres Kino, kann man eigentlich gar nicht haben, wie durch die Natur zu fahren und irgendwelche coolen Sachen zu sehen. Irgendwas mit Käse, so sieht es auf jeden Fall aus. Sehr fein. Dazu gibt es Cashewnüsse und Mandeln, auch sehr fein. Und das Highlight der Vorspeise dieses Tartar. Wir müssen mal. Ja. Ich esse ja normalerweise nicht so viel Fleisch. Aber hier möchte ich die Spezialität dann auch probieren. Aber war das jetzt rohes Fleisch, das ich gegessen habe? Ja. Nein, wirklich? Ja. Interessant. Interessant waren auch die Essensmöglichkeiten für ein paar Cent im Zug. How much is one? 100 Rupees. 100 Rupees, ja. Solchen Streetfood-Verkäufern begegnet man häufiger während der Fahrt. Einige verkaufen sogar einheimische warme Mahlzeiten und Getränke und zu einem unschlagbaren Preis. Kostet 25 Cent. Jetzt haben wir die nächste besondere Möglichkeit. Und zwar werden wir jetzt mal in die Küche schauen, wie das Essen dort zubereitet wird. Hi, Fabian. Du bist der Chefkoch hier? Ja, oder? Chefkoch von der Company. Wir machen jetzt den zweiten Gang für die Exzellenzklasse. Das ist ein Salat mit gebackener Randen und geräucherter Forelle. Hier wird es richtig frisch gemacht, ne? Ihr habt ja hier alles, was man so in einer normalen Küche auch hat, ne? Ja. Wie ist das, wenn man sich die ganze Zeit so bewegt? Ist das schwierig? Das ist eine Gewöhnungssache. Entweder du kannst das ab oder du kannst nicht ab. Und das mit der Balance, das lernt man. Gegen du nicht gefeit bist, sind halt eben Notfälle, Schnellbremsungen oder irgendwas. Ah, okay. Du guckst, dass du alles festhältst. Schau mal Leute, hier ist richtig Suppe gekocht, hier gibt es richtig Herdplatten, hier ist richtig warm auch drin. Ist hier irgendwas anders wie in einer normalen Küche? Oder ja, ist das... also erstmal das, die Rutschsicherheit, die hast halt eben anders. Ansonsten, schau, das ist ein Elektroherd, eine Abzugshaube hast du. Wie unterschiedlich ist das Essen, Exzellenzklasse zur ersten und zweiten Klasse? Ja, schon mal die Gänge sind viel mehr. Okay. Du hast 6 Gänge hinten. Und eigentlich bewirtschaftest du zwei Restaurants. Zwei Restaurants, krass. So. Jetzt gibt es hier geräucherte Forelle mit Salat. Und neben uns ist die Rheinschlucht. Das nennt man auch den Grand Canyon, den Grand Canyon von der Schweiz. Also wir fahren hier neben dem Rhein entlang. Hier sieht er noch richtig schön blau aus. Ich weiß nicht, ob das so getimt ist, aber mit so einer Forelle hier am Fluss entlang zu fahren, ich glaube, da ist ein Hintergrund dabei. Auf jeden Fall echt sehr, sehr smart. Dazu gibt es einen Wein, ein Pinot Blanc aus Graubünden. Ja. Ja, alles hier lokaler Wein. Schmeckt auf jeden Fall echt ganz gut. Hat ehrlich gesagt absolute Restaurantqualität. Und dazu noch hat man einfach diese unfassbar schöne Landschaft. Also jetzt gerade schauen wir wieder rechts links raus. Alter, Tim ist gleich in der ersten Klasse. Ich bin mal gespannt, wie das Essen sich von der ersten Klasse zur Excellence Class nochmal unterscheidet. Wir haben hier eine vorzügliche Spargel-Cremesuppe.
finde es gar keinen Vergleich zur Deutschen Bahn oder so. Mich hätte es nicht gewundert, hätten wir das im Hotel bekommen. So abends oder im Restaurant. Abends bin ich gespannt, was der Hauptplan ist. Also wenn ich am Ende des Trips nicht betrunken bin, dann weiß ich auch nicht. Ich trinke normalerweise nie Alkohol. Okay. Sie waren im Schillerwald von 2020. Okay. Also Leute, in dem Sinne, hast du den wegbekommen? Und auf zum nächsten Wein. Wir probieren aber erstmal, das Essen kommt, oder? Kleiner Schluck. Boah, voll lecker. Ich bin wirklich kein Alkoholtrinker, aber hier, das sieht gleich aus. Eine Erbsensuppe, oder? Ja, Erbsensuppe. Okay. Vielen Dank, danke. Boah, das ist fein. Das ist echt fein. Absolute Restaurantqualität. Also wirklich Spitzenrestaurantqualität. Und dazu gibt es natürlich den Wein. Wieder ein Graubündner. Ja, ich merke schon, mir geht es von Wein zu Wein immer besser. Ah, ist fein, ist fein, ist fein, ist fein. Jetzt gibt es schon den nächsten Wein, Leute. Ich glaube, das Video wird noch richtig witzig. Ja, dann guten Hunger. Ich finde es auch schon cool, dass sie so live dann alles auf den Teller anrichten. So also drei Personen kommen einfach von überall und machen es fertig. Man sieht von Aussehen natürlich schon, dass es wahrscheinlich nicht bei der Excellence Class so serviert werden würde. Aber ich finde, das wird nach einem guten Essen aus, oder? Für den normalen Bürger. Nicht so wie, ich finde, es schmeckt alles so ein bisschen Fleisch so. Das ist jetzt kein mega krasses Essen, finde ich. Man merkt schon, dass es so eine große Pfanne war und so. Da fand ich die Suppe deutlich besser. Vielen Dank, danke. Ein Rindsfilet mit Trüffel, Kartoffelstamm, Frühlingszwiebeln und Bergkräuterjuice. Boah, schau mal, wie juicy das aussieht hier. Also normalerweise esse ich kein Fleisch, aber das heute ist ein besonderer Tag und da machen wir mal eine Ausnahme. Boah, schmeckt das gut. Das schmeckt so gut. Vierter Gang, Leute. Käse schließt bekanntlich den Magen, aber es kommt ja noch ein Nachtisch. In der Schweiz darf der Käse natürlich nicht fehlen, deswegen. Ja. Ja. Der dritte und letzte Gang. Schoko. Hier in der ersten Klasse. Hast du auch Bock drauf, ne? Ja, actually schon. Schmeckt sehr geil. Das ist wirklich ein sehr, sehr geiler Schokokuchen. Der rundet schön mein Dreigänge-Menü ab. Der fünfte und letzte Gang. Wie es nicht anders sein sollte, gibt es auch hier einen passenden süßen Wein dazu. Dessertwein. Dessertwein. Ich bin, glaube ich, für mittlerweile fünf Weinen. Boah, der ist aber lecker. Alle Weine sind hier so lecker. Und auf den Schokokuchen freue ich mich einfach mit am meisten. Ne? Ich bin so ein Schoko-Fan. Boah. Richtig schön saftig. Also das Essen kann man eigentlich nicht mit Sri Lanka vergleichen, weil da gab es also quasi nicht sowas. Hier gibt es zwar kein Sterneessen, aber dafür den außergewöhnlichsten Zugsitz der Welt. In diesem Moment einfach nur auf blankem Metall zu sitzen und diese Natur zu erleben, war atemberaubend. Das war kein gewöhnlicher Moment, es war wirklich ein Gefühl von grenzenloser Freiheit. Kommt da eine entspannte Luxusfahrt überhaupt ran? Alter Leute, das sieht so geil hier aus. Wir sind hier auf 2033 Meter Höhe. Es ist so hell, ich kann kaum meine Augen öffnen. Alter! Wie schön bitte! Das ist einfach der schönste, der höchste Punkt auf der ganzen Reise. Hier entspringt auch einfach der Rhein. Oh ja, sie kommt auf jeden Fall ran. Auch auf dieser entspannten Reise hatte ich unglaublich emotionale Momente, als wir durch die atemberaubende Berg- und Flusslandschaft gefahren sind und auf dem Höhepunkt uns den Weg durch weißbedeckte, schimmernde Berge gebahnt haben. Es ist so ein krasser Vergleich, wie er drastisch nicht sein könnte. In Sri Lanka satt, grüner Dschungel, durch den man fährt, und hier in der Schweiz weiß gepudert, zuckerte Berge. Zusammenfassend kann man sagen, beide Strecke werden ihrem Ruf gerecht und bieten unglaubliche Natur und Erfahrungen. Bleibt also nur die Frage, stehst du eher auf Adrenalin und Abenteuer oder mehr auf majestätische Berge, Kultur und Luxus? So, wir sind in Zermatt angekommen nach 8 Stunden. Ich hoffe, euch hat dieser große Zugvergleich gefallen. Wenn ja, abonniert doch gerne den Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.